Mirko Giese mein Name und ich werde heute mit euch das Hamburg ans Weihnachtlich-Menü kochen. In der Vorspeise haben wir einmal das Rehtatar auf gebackenen und leicht getrüffelten Streichholzkartoffeln mit einem Schwarzwurzelsalat, der ist schon mal vormariniert, mit einer Brunnenkresse-Marinade und einem kleinen Wachtel-Eigelb, das konfiert hier gerade so schön vor sich hin. Im Hauptgang haben wir dann ein Frischlingsfilet im Kräuter-Bergpfeffermantel mit Rosenkohlblättern, einer Thymian-Polenta und einer Apfel-Paprikasoße. So, dann lass uns mit dem Hauptgang weitermachen. Da haben wir einmal das Frischlingsfilet. Schön dunkel. Zurzeit bekommen die Tiere ja ordentlich Eicheln draußen zu futtern. Dementsprechend wirkt sich das sofort auf das Fleisch aus. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Die Kräuter habe ich schon mal vorgehackt. Da müssen wir jetzt nicht noch mit anfangen. Und ich habe das Olivenöl mit der Pfeffermischung auch schon soweit. Schneiden wir uns mal ein schönes Stück ab. Dann wird das durch die Olivenöl-Pfeffermischung gewälzt und kommt in unser Kräuterbad. Das Ganze müssen wir jetzt schön stramm einwickeln. Das sorgt erstens dafür, dass die Kräuter am Fleisch bleiben und zweitens geben wir dem Ganzen eine schöne runde Form. Es wird jetzt schön verknotet, wie so ein Bonbon. Wichtig ist, dass das halt schön straff ist, um dem Ganzen halt seine schöne Form zu geben, dass es schön perfekt rund ist. So, so kommt das gleich ins Wasserbad und gart bei 58 Grad ungefähr 40 Minuten. So, jetzt machen wir weiter mit unserer Zitronen-Thymian-Polenta. Ich habe hier schon einmal die Sahne mit den angespitzten Schalotten. Da kommt jetzt der Zitronen-Thymian rein. Zieht ungefähr 10-15 Minuten bei schätzungsweise 70 Grad. So, dann haben wir hier unsere Rosenkohlblätter. Da habe ich schon ein wenig Speck und Zwiebeln zugetan. Das schwenken wir jetzt einmal kurz an, um die Bitterstoffe des Rosenkohls ein bisschen zu neutralisieren, den Zucker. So, dann können wir anrichten. Hier habe ich jetzt das Frischlingsfilet aus dem Wasserbad einmal noch mal kurz durch Butter und Kräuter geschwenkt. Schön gewürzt mit Salz, Pfeffer. Hier haben wir jetzt die Rosenkohlblätter mit dem Speck, den Zwiebeln und ich habe noch ein bisschen was von meinen Brunoas dazugegeben, um einfach ein bisschen mehr Farbe noch da rein zu bekommen. So, unsere Zitronen-Thymian-Polenta kommt hier aus dem Ofen. Man sieht, die kann man jetzt richtig schön anrichten, die verläuft nicht. Die hat schönen Stand, ist trotzdem noch weich im Kern. Das ist das Frischlingsfilet. Kann man einmal gucken, ist schön rosa durch und durch. Dann haben wir hier unsere Apfel-Paprikasoße. Da habe ich einfach nur ein paar Apfelstücke angeschwitzt mit Zwiebel und Paprika. So, und zum Abschluss kommen dann noch ein paar Schweinekrusteln obendrauf. Sollen so ein bisschen für den Crunch-Effekt sorgen. Jetzt haben wir unser Dessert. Das ist der Bratapfel. Dafür habe ich hier einen Apfelkompott mit Zimt. Schön abgebunden für einen schönen Glanz. Machen wir ein paar geröstete Mandeln noch drüber, damit wir auch da unseren Knack beim Essen haben. Und der Espuma vom Apfel, vom Bratapfel, um genau zu sein. Da habe ich ganz normal, wie man sonst auch einen Bratapfel macht, das Ganze im Ofen abgeschoben, dann aus der Schale gekratzt und das gemixt mit ein wenig Rum, Amaretto, Vanille. So, jetzt kommt noch ein bisschen Zimtcrumble oben drüber. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein Mürbteig mit Zimt. Ein paar Johannisbeeren für die Farbe. Und ein Minzblättchen.
So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir in der Vorspeise einmal das Retatar mit den getrüffelten Streichholzkartoffeln, dem Schwarzwurzelsalat, Balsamico und einem konfierten Wachteleigelb. So, im Hauptgang haben wir dann den Frischlingsrücken im Kräuter-Pfeffermantel mit der Zitronen-Thymian-Polenta, den Rosenkohlblättern, der Paprika-Apfelsoße und den kleinen Schweinekrusteln darüber. Weiter im Dessert hatten wir dann den Bratapfel-Espuma mit einem Bratapfel-Kompott unten drin und den Zimt-Crumbles. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de